Die interaktive Ausstellung Moor Extrem in Bad Wurzach ist ein attraktives Ziel für Ausflüge. Im Juli 2014 bekam die Ausstellung und das Wurzacher Ried hohen Besuch. Rita Schwarzelür-Sutter, Staatssekretärin im Umweltministerium, war zu Gast und wurde von dem SPD-Bundestagsabgeordneten Martin Gerster begleitet. Bürgermeister Roland Bürkle gab Einblicke in die künftige Gestaltung des Außenbereichs rund um das Ausstellungsgebäude. Er betonte die positive Wirkung des Riedes auf den Tourismus. Wurzacher Ried als großes Naturschutzgebiet ist wirklich ein Pfund im touristischen Bereich. Horst Weiser, Leiter des Naturschutzzentrums, erklärte die Gestaltung der Fassade des Naturschutzzentrums. Und das ist ein mikroskopischer Schnitt durch ein Torfmoospflänzchen. Die Ausstellung ist geprägt von modernster Präsentationstechnik. Technik drin. Das Schöne ist, dass die Jugendlichen sich mit dieser Technik finden und das Ding plötzlich interessant finden. An dieser Station findet man Erklärungen zu 10 typischen Moorlebensräumen des Wurzacher Riedes. Allein hier kann man sich durchaus auch eine Stunde aufhalten. An diesem großen Multitouch-Monitor kann die Bedeutung der Moore für den Klimaschutz erfahren werden. Was passiert da und was haben Moore damit zu tun? Und Moore haben sehr viel damit zu tun. Mehr als wir Früher die unterschätzt. Ja. In einem Film werden insektenfangende Pflanzen im Wurzacher Ried vorgestellt. Funktioniert alles über einen reinen Überdruck, Druck der Pflanzen oder Pflanzenzellen. Also, Natur ist phänomenal. Ja. Mit einem Moorbohrer kann man sich in die Torfschichten bohren und findet in bestimmten Tiefen Gegenstände aus früheren Zeiten. Zur Verdeutlichung der Artenfülle im Wurzacher Ried sind auf einer Wandinstallation über 2.500 Arten, die im Wurzacher Ried nachgewiesen worden sind, aufgelistet. Über an der Decke installierte Richtlautsprecher hört man zielgerichtet unterschiedliche Naturgeräusche. Bei Ihnen zwitschern Vögel. Und das ist ein bisschen eine gefährliche Station, weil da plätschert das Wasser und dann müssen die Leute immer auf Toilette. Die Ausstellung begleitet ein stimmungsvoller, dezenter Open Sound aus Naturgeräuschen. Weil die Stille wäre eher etwas, was euch belastet. Also so ist jetzt in aller Kürze diese Idee dieser Ausstellung. Und ich glaube, da brauchen wir uns nicht verstecken, aber ich glaube, da haben wir was Tolles. Alles Heimatverein. Und dann konnte Horst Weiser noch kurz die Aktivitäten des Heimatvereins mit Torfbahn und Torfmuseum zeigen. Auch für das Wurzacher Ried mit Torflehrpfad blieb noch etwas Zeit. Und hier auf dem Torfstecherpfad ist es so konzipiert, dass wir die Spuren von früher, wir sind im Torfstichgebiet, die Spuren an den Stationen sichtbar machen. Die Staatssekretärin fand die Ausstellung toll. Dem kann man voll zustimmen.